Plot in den tragischen Tod von Harald, würde ich schon sagen, von Geralt während des Kampfes. Ja, ich hätte auch pausieren können, das wäre jetzt nötig gewesen, aber zum Glück habe ich gespeichert. Kurz bevor ich in die Pause gegangen bin. Deshalb nicht so tragisch. So, wieder zurück aus der Pause, weiter geht's. Haben wir noch gespeichert. Sehr gut. Alles wie vorher. So, jetzt müssen wir mal ein paar Ertrunkene besiegen. Den fetten Reisender aus dem Weg geschubst. Ah, da kommen die Kreaturen. Achskampf. Weiter geht's. So, auf zu den Ertrunkenen. Machen wir das als erstes. Oh. Sah so aus, als wäre das Stadttor offen. Schade. Ist es nicht. So, ein paar Ertrunkene abschlachten. Das brauchen wir für die Quest. Wie viele müssen wir abschlachten? So, die Spur der Salamandra. Mist der Ertrunkenen. Die Ertrunkenen töten die nachts am Ufer. Also alle, die nachts kommen. Alles klar. Feuerstelle. Nee, wir wollen jetzt nicht meditieren. Gleich wieder aufstehen. Interessant, da haben wir was gelernt, können wir auch hier meditieren. So, Ertrunkene. Ich sehe sie. Mal sehen, ob sie sich im Axtkampf besiegen lassen. Sieht schlecht aus. Waffe wechseln. Im schnellen Schwertkampf lassen sie sich besiegen. So, hier. Die nächste bitte. Stufe aufgestiegen. Zum Meditationsmodus wechseln um Talente. Okay. Können wir gleich machen, dass das Feuer. Dann haben wir gleich erledigt. Da looten wir noch kurz und dann geht's weiter. Überreste. Schädel und Blut. Die Schädel müssen wir zeigen. Da kommt Verstärkung. Was ist eine Art Verstärkung? Im Wasser gestorben. Überraste. Okay. So, noch mehr Ertrunkene. Ansonsten würde ich hier mal gerade eben mich ans Lagerfeuer setzen. Feuerstelle. Ne, Talente abworben. Darum geht's ja hier. So. Was können wir machen? Ah, 15 Talente. Bringt uns aber nichts. Wird schon wieder morgen gleich. Hier kommen noch ein paar Ertrunkene.
So. Ah, haben wir geschafft, die Quest. So, der Sound ist noch da, ich bin noch zu hören. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, esse Fatia. Sehr schön. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns... Was geht weiter mit der Quest? Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vater, nein. Ihr seid kein Ein Seide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Ein Seide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20 Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Ach, Elfen sind... Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Nächster. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Tut mir leid. Ich arbeite für Haren. Ihr müsst eure Hafkar-Spezialitäten anderswo finden. Wollt ihr für diese habgierigen Deune sterben? Ihr seid keiner von denen. Ich tue dir nur meine Quests. Ich meine, wir müssen die Quests erledigen. Was da jetzt mehr tut. Spielt keine Rolle. Rührt diese Kisten nicht an. Wir töten erst euch und anschließend Haren. Eine Lektion für alle Verräter. Sparle! Ihr werdet sterben, Mensch! Kampf. Gegen Elfen kämpfe ich doch gerne. Ich will ein paar Elfen abschlachten. Ich meine, sie wollten nur die Kisten, um verwundet zu heilen, aber das ist ja gut. Ich habe meine Quests und die erfülle ich. Sterbt. Sieht aber nicht wie ein Elf aus. Sieht wie ein Zwerg aus. Ein böser Zwerg. Evil Zwerg. Keiner von den Guten. Ein Bogenschütze. Ihr seid Wichser! Niemand stellt sich gegen die Quests. Sexos. So, let's loot. Ach, schade. Mit der anderen können wir looten. Okay, er hat eine Waffe mit dabei. Wertsachen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Überreste. Geld. Das nehmen wir mit. Hier drüben ist noch einer gestorben, oder? Ja. Zwiggy, der Elfenkiller. Tja, so sieht's aus. Niemand stellt sich zwischen mir und meine Quests. Niemand. Fremde Nacht. Die Elfen. Okay. Haren aufsuchen, Haren aufsuchen. Ich muss 5 Kapellen des ewigen Feuers besuchen und in jeder von ihnen eine Flamme entzünden. Ich komme nicht rein in die Quelle, in die Kapelle. Aber wo ist Haremshaus? Hier. Können wir des Nachts stören? Haren. Hexer! Haren. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet.
Wer sind Sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Gut, dass wir es nicht getan haben. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir hatten ein paar Differenzen. Das geschah. Sie sind tot. Birner. Habt sie getötet? Ja, willkommen im Chat. Ski McNuggles. Wegen der Waren zurück. Wir können ihren Tod den Ertrunkenen in was für eine Birne. Die Schuhe schieben. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie ihr wissen Schmieder. Sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Mein Freund sucht einen Zwerg. Hoag, einen Skoyatel. Ich höre mich mal um. Man lernt nie aus. Okay. Na, einfach im Tagebuch. 200 Euros erhalten. Sehr schön. So, haben wir jetzt die Quest erledigt. Die Spur der Salamander. Ihr müsst mit dem Geistlichen reden. Okay. Hier müssen wir in die Kapelle. Und wenn die Kapelle reinkommen, weißt du auch noch nicht. Ja. Wie das funktioniert, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Geht am Tag nicht und in der Nacht geht's auch nicht. Wir sollten vielleicht bis zum Tag schlafen hier. Das wäre nicht schlecht. Bis zum Morgengrauen. Meditieren. Na toll, der Typ ist auch ein Held, der gerade eben in die Kommentare gekommen ist. Schreibt Birne und geht wieder. Ja, ist eine nette Frucht. Kann man essen. Ist eine tolle, leckere Frucht. Die Birne. Kann man genießen. Nicht das schlechteste Essen. Möwen? Möwen hier? Hallo, Gästlicher. Müssen wir wieder mit dir reden. Sprecht, schnell. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Nur welche Bestie? Das ist meine Bedingung. Adieu. Noch eine Quest. Na toll. Welche Bestie? Recht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen... Ja, Heide. Tatsächlich. So steht es... Ach. Die alte Welt wird untergehen. Ihr scheint euch zu wie... Ihr macht euch über mich... Das E... Kehrt in... Noch etwas. Sprecht. Seid ihr... Ja, tatsächlich. So schach. Die alte... Ihr scheint... Ich nur mal dieses... Ich entschuldige mich. Wer immer Gottes Läster... Adieu. Okay, das hat ja auch nicht viel gebracht. Quest aktualisiert. Okay, immerhin. Was müssen wir jetzt tun? Spur der Salamandra erledigt. Ich muss das Problem mit der Bestie lösen, bevor ich um die Salamandras kümmern kann. Okay, die Bestien. Auwei. Jetzt müssen wir das mit den 5 Kapellen machen. Gibt es da einen Tipp für? Geistlich warnt mich, die Bestie zu besiegen. Er glaubt, dass die heilige Flamme in allen Kapellen des Dorfes entfacht werden sollte. Bezweifle, dass es helfen wird, aber... Habe aber beschlossen, ihm den Gefallen zu tun. Ich muss heute Nacht zu 5 Kapellen gehen und dort die Feuer entzünden. Ich muss 5 Kapellen des ewigen Feuers besuchen und in Flammen. Aber wir können nachts nicht rein. Kapellentür ist abgeschlossen. Und gibt's das ewige Feuer außen? Okay. Der Geistliche kniet
Wie kommen wir hier ans Egefeuer ran? Wie zünden wir es an, wenn wir rangekommen sind? Ja, vielleicht die Schreine anzünden oder was? Viel Übersetzung. Die Schreine sind gemeint. Kapelle des ewigen Feuers. Ist egal. Okay, das müssen wir jetzt des Nachts machen. Okay. Na dann. Das sind doch die Schreine gemeint, nicht die Kapelle. Verstehe. Habe ich mir schon was gedacht. Übersetzungsfehler. Schrein des ewigen Feuers, nicht Kapelle. Kapelle ist die, ist das. Obwohl die Kapelle auch eher eine Kirche ist. Es ist ein Schrein und die Kapelle ist eine Kirche. Bis Mitternacht meditieren. Let's go. Gebt ihr mir vom Wein? Ich hab kein Wein. Ich hab Bier im Inventar. So, auf geht's. Wir sind wieder ein paar Ertrunkene. Ach, super. Jetzt finde ich hier wohl was Storybedingtes statt. Auch diese Runde kriegen wir besiegt. Wir müssen nach wie vor die Quellen. Jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Die Schreine, da müssen wir anzünden. Müssen wir Lichter hinstellen. Wahrscheinlich diese Tierlichter dort, die gerade angezeigt wurden. Aber jetzt gibt es aber ordentlich Schaden hier. Ja, nicht alle auf einmal. Schlimm aus. Flüchte ins Dorf. Ich sterbe jedoch schon wieder. Stadtwache kann es nicht helfen, die ist schon tot. Aber ja. Such dir irgendwo eine schmale Gasse. Oh, es sieht eng aus. Waren die mich offscreen bekämpft haben? Stadtwachen. Zu Hilfe. Kämpft mit. Die werden nur wieder totgerissen. Siehst du, totgerissen. Wenigstens versuchen sie es. Jetzt habe ich einen der Wachen getötet. Jo. Überreste. Geld. Ist auch Geld mit dabei. Schon wieder welche getötet. Die Leichen der Hunde liegen hier überall verteilt. Oh nein. Was wollt ihr von mir? Hier gleich am Ende. Meine Fresse. Was soll denn der Mist? Alter.
Gäste. Ertrunkenen. Da ist noch ein paar Gäste. Und jetzt du. Komm zu Daddy. So, ist jetzt mal ruhig hier. So, Questgegenstand. Okay. Das erste ewige Feuer angezündet. Sehr schön. So, wo sind die Quellen? Wo sind die anderen Kapellen? Schreine meine ich natürlich. Hier ist ein Schrein. Gehen wir mal dort entlang. Dort entlang. Ja. Ist das ein größeres Projekt oder nur ein Blick ins Spiel gedacht? Das ist ein größeres Projekt und das ist jetzt schon der x-te Stream. Und wir sind jetzt hier schon, ich spiele ja schon eine Weile, das ist... Es kommt dann später auch als Part auf, als Stream-Aufzeichnungsparts auf dem Kanal online. Also ich weiß nicht, ob ich es zu Ende spielen werde, das Projekt, aber wir werden es ziemlich weit spielen. Das ist jetzt... ist auch nicht der letzte Stream, das wird schon... Nächsten Sonntag geht's weiter. Am Mittwoch werde ich nicht streamen, weil, ja... Amtseinführung von beiden. Die will ich natürlich, die wird ab 18 Uhr wird's übertragen und dann kann ich nicht streamen. Das will ich. Hier ist der nächste Schrein. Das will ich mit erleben. Das historische Erlebnis. Beins Amtsanführung. Da schaue ich mir im Livestream oder im Fernsehen irgendwo an. Das hat natürlich sowas von Priorität. Ah, das ist der nächste Schrein. Aber am nächsten Sonntag geht's dann weiter mit. Lass mich das mal anzünden hier. Drei Schreine haben wir schon. Drei von fünf. Bitte hilf mir, ich bräuchte gerade Hilfe. Also ja, ist schon als längeres Projekt gedacht. Im Idealfall schaffen wir es durchzuspielen. Bin halt am überlegen, am 11. Februar kommt halt Little Nightmares 2 raus. Das werde ich dann auf Twitch spielen. Und am 11.2. ist dann halt auch, habe ich dann auch keinen Nerv mehr für The Witcher. Das heißt, wir spielen jetzt bis 11. Februar spielen wir noch The Witcher. So, der nächste Schrein, markiert. Ab 11.2. dann hält mich nichts mehr. Das ist dann halt... Da gibt es dann nichts mehr, was mich dazu überzeugen kann, noch The Witcher zu spielen. Und dann werde ich es wahrscheinlich beenden. Das ist also... Dann hat dann Little Nightmares 2 auf jeden Fall Priorität. So, da müsste nur noch ein Schrein übrig bleiben. Ja, genau hier. Der nächste Schrein. Der fünfte Schrein. Ups, Caps, bis später. Muss leider erstmal gehen. Okay, dann tschüss, Fastenbucke. Schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank fürs Zuschauen, uns mitmachen, mitchatten. Bis später. Wir sehen uns Montag, Fastenbucke, bevor du gehst. Montag, Twitch-Stream. Am Montag spiele ich hier Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 auf Twitch. Da spielen wir Jahr 4 in einem Zug durch. Das solltest du nicht verpassen. Das solltet ihr nicht verpassen. Also, ich stream hier auch noch bis 20 Uhr heute auf Twitch. Nicht auf Twitch, sondern auf YouTube. Und Montag dann wahrscheinlich 18 Uhr wieder.
Lasst mal ein Follow auf Twitch da. Wie geht's dann am Montag weiter? Nein, es geht nicht weiter mit Twitcher. Da beenden wir dann Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4. Letzter Stream. Wir machen die Story zu Ende. 100% Let's Play ist nicht drin. Wir spielen das Jahr 4. Dürft ihr am Montag nicht verpassen. Quest aktualisiert. Von Monstern und Menschen. Okay, Ballgast besiegt. Haben wir die Quest erledigt. Na dann, zurück zur Kapelle. Wir können ja auch die Abkürzung nehmen und übers Ufer laufen. Das ist wahrscheinlich kürzer. Ja. Da begegnen wir dann wieder Ertrunkenen, aber ja gut. Ey, jemand euch die Nacht. Aber das Haus sind wir schon vorbei. Das ist schlecht. Sonst könnten wir da bis zum Morgen schlafen. Gut, dann mal am Ufer entlang. Ich hoffe, da stürzt sich nicht wieder eine ganze Meute auf uns. Ertrunkener. So einzelne Ertrunkene kriege ich auch hin. Ist ja keine Ursache. Nur so eine ganze Horde ist dann schon ein bisschen schwierig. Gera trägt sich zum Glück einigermaßen von selbst regeneriert. Was machst du da? Was soll das für ein Tänzchen werden? So, mach dich alle. Geh sterben. Ein paar Hörner sammeln. Könnten später noch für Alchemie gut sein. Falls wir das irgendwie kapieren, wie das geht. Hier im Lagerfeuer können wir mal übernachten. Ertrunkener. Was ist denn das für ein Tanz? Das Kommandant. Also ich fände es schön, wenn wir The Witcher 1 zu Ende spielen könnten, wenn wir das schaffen würden. Aber wie gesagt, Little Nightmares 2 hat Apolis, was dann rauskommt, absoluten Vorrang. Das ist dann... nach Nightmares 2, nur das fertig haben, noch Bock auf The Witcher habe, da nochmal zum Projekt zurückzukehren. Ja, sehe ich schwierig. Das bedeutet dann wahrscheinlich das Ende von The Witcher. Ich werde es versuchen. Mittwoch sieht jetzt schwierig aus. Am Sonntag werden wir wieder ein bisschen spielen können. Wir werden noch ein bisschen weit kommen. Ob ich das zu Ende schaffe. Könnte knifflig werden. Könnte auf jeden Fall knifflig werden. Gut, hier mal bis zum Morgengrauen schlafen. Mhm.